Aber nicht an einem Stück, ich habe eine Stunde Pause gehabt. Ganz vernünftig essen, am Tisch sitzen und... Alles wieder gut bei dir jetzt, Tex? Ja, das ist ja normal. Entschuldigung. Ich habe übrigens mein Fang geschickt. Nee, warte, das saftige grüne Ei mache ich am Ende. Das saftige grüne Ei, das ist einfach, hört sich so saftig an. Oh, ich habe Wolf bekommen? Noch ein Wolf. Aber ist da auch mal was Besonderes oder ist das irgendwie alles, sind die alle puppelig gleich? Oder ist das was Besonderes dann nachher oder so? Müsste eigentlich was Besonderes sein. Und das kräftige grüne Ei ist ein... Oh, schön! Was denn? Ich glaube, das ist ein Schmetterling. Die Motte vielleicht, die vorhin die ganze Zeit erwähnt wurde? Ja, keine Ahnung. Ich habe sie ja nicht gesehen. Ich war ja nicht bei euch gewesen. Ja, ich war auch nicht dabei. Ich habe es nur gehört. Tex hat, Dodo, ja. Die gibt's hinten. Okay, dann nicht. Dieser Maul, wofür der hinten langläuft, ne? Egal, für mich ist es schön. Sag mal. Oh ja, oh ja, genau, die Zitmotte. Die direkt arbeiten, braves Vieh. Bett aus. Hübsch. Oh Gott. Das verstehe ich nicht. Warum hast du schon, also warum hat dieser Kopfschmuck schon eine Pistole und wir kriegen erst Pistolen Level, keine Ahnung, 50 oder sowas? Ja, du hast recht, macht nicht so Sinn. Hm? Macht nicht so Sinn, da hast du recht. Der Tombard brennt. Jetzt nicht mehr. Da wollen wir was tun, wollen wir was tun, wollen wir was tun? Dungeon haben wir doch gesagt. Habt ihr eigentlich schon mal eure Fanggeschick da? Wollte ich jetzt erhöhen? Wieder machen. Einmal habe ich es gemacht, aber es reicht nicht. Nee, ja. Mir fehlt jetzt auch noch eine. Mir fehlt Statue. Auch noch eine Statue. Oh ja, ich kann. Nice. Sehr schön. Okay, ich weiß, ob mein Tierchen verändern kann. Boah, es ist so süß, ey. Oder? Ja gut, wollen wir? Ja, ja, sofort. Ich bin am Ausladen, dann können wir sofort los. War, glaube ich, da oben wieder, hier oben links, ne? Wito, dankeschön. So. Sollte ich dieser Maulwurf durch die Gegend läuft. Ja. Vor 138 Minuten ist er noch da. Level 13. Was denn? Der Dungeon hier oben. Okay. Nein, Luna. Kommst da nicht rein? Kommst du nicht rein? Wie kann wie kriegen die Pauls ihr Leben noch mal zurück? Die Paul Werkbank stecken. Ah, okay. Weil die sind vom Bossfight noch alle ziemlich zerdeppert. Aber interessanterweise nur die. Zwei. Und die anderen sind alle tipptopp. Die haben zwar gefightet wie die Weltmeister, aber zwei sind einfach Fritte. Kommst du, Dexen? Ja, ich muss doch meine Pokémon-Pauls gerade tauschen. Nach dem Dungeon versuche ich mich auch mal an den Bosskampf. Bin unterwegs. Hier noch Schlangi heiß. Ja. Es sieht halt einfach wirklich aus wie Visenior. Nur im Blau. Und niedlicher. Ja, ist halt ein Wiesel und Visenior ist auch von einem Wiesel abgeguckt, deswegen. Ja, das. Ob ich eine 10 von 10 geben kann, weiß ich nicht, aber es macht verdammt viel Spaß gerade im Moment. Wir sind ja noch weit von allem entfernt. Aber es macht voll viel Spaß. So, ich muss noch ganz kurz das machen. Also jetzt machen wir nur aus. Ja, jetzt muss man die F drücken. Jetzt muss irgendwas wollte ich gerade machen. Was wollte ich gerade machen? Ich hab's vergessen. Null. Ja, vergessen. Ich wollte irgendwas gerade tun. Mit meinen Pauls, keine Ahnung. Ich geh rein. Wartet mal ganz kurz, warte mal. Ich bin schon drin. Hä? Geh nicht weiter.
Okay, man hat doch meinen Bogen gerade eben nicht ausgerüstet gehabt beim Durchlaufen lassen. Ach, das sieht genauso aus wie das andere. Und dann war es wieder da. Oh, das sind Fuddler jetzt. Jetzt die Dinger da. Same oder? Ich würde gerne eins haben, ja. Okay, dann lass ich mein Tier noch drin. Ah, da hinten sind wieder hier Wilderer. Wow. Wir sind sogar höher im Level jetzt. Wir sind jetzt schon Level 10. Den Puddler will. Achso, ihr kämpft hier noch. Ja, ich hätte hier nicht eingepackt, hier den Level 10er. Jetzt da drin. Jetzt. Hier ist noch einer. Will den einer noch haben oder soll er gekillt werden? Doch, ich möchte den für den Pokédex haben. Sehr schön. Was für ein Unterschied, sobald du eine Fackel auspackst. Bäm, wird alles hell in dem ganzen Dungeon. Nee, eigentlich will ich mal was anderes ausmachen, austesten. Oh, hier sind. So ein Geisterschaf möchte ich auch mal fangen, weil ich habe das, glaube ich, auch noch nie gefangen, bitte. Geisterschaf? Das Schaf, du meinst dieses Ding, was ich da hab? Ja, ja. Ah, okay. Die laufen noch eigentlich überall rum hier. Ich nehme das Neuner. Warte, ich schwäche dir das. Die sind hübsch. Ich finde die Haare von denen, also diese Haarpracht, was es immer ist. Sehr schön, ja. Ja. Mhm. Hier ist noch so ein Maulwurf. Oh. Nein, der Schmetterling. Oh Gott, der wollte den gerade angreifen. Soll ich den. Will denn jemand noch den letzten Maulwurf? Nee. Ich hab ja den großen. Oh, warte mal, das kann man abbauen. Ein Schlüssel, Goldmünzen und eine 3 Sphäre. Also nichts Großartiges. Außer die Schlüssel waren vielleicht nett. Da kann man nachher was mitmachen. Ihr wisst ja, ich habe ja Schiffrüstungsbauplan zweimal gefunden. Die liegen in der Kiste drin. Einfach craften. Die sind dann 50 Rüstung mehr. Ah, okay. Ich habe auch so einen nochmal gefunden. Das ist cool. Das sieht, also guckt euch mal das hier an. Das sieht aus, als ob ich bei Alien wäre hier. Außer mein schöner Schmetterling. Was eine Motte. Ja, Nachtfalter. Er heißt Moss, also es ist eine Motte. Ja, gut, aber... Hat da gerade 300 Damage gemacht, Alter. Ein Schlangi. Geil. Wir sind wieder Jäger, Wilderer. Naja. Okay. Ich hab zugeguckt. Ging ziemlich schnell, ja? Hast du noch eine Kiste? Hast du mal eine Kiste gesehen? Keine Ahnung. Nee, ich hab keine gesehen. Aber da waren doch, glaube ich, mehr als eine Kiste in den Dungeons, zwei, ne? Hatten wir vorhin gefunden. Aha. Gehen wir jetzt erst wieder links lang, bevor wir rausgehen? Die farmt auch so, oder was? Also ich hab halt angegriffen. Nicht, dass das jetzt gerade was gebracht hat. Der hat mal 1-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 
Also kann er welche Katzen haben, ja? Ich hab schon. Bläh, der kotzt immer so. Bläh. Ist sie wild? Ach ja. Ich habe meine Motte einfach ausgepackt, damit sie ein Level bekommt. Die wird bestimmt. Oh, da ist noch was. Das wäre das Licht. Warte mal ganz kurz, ich will mal was testen. Eine Augenblick bitte, bitte. Okay, dann nicht. Da war so ein Sims oben drauf auf dem Dach, auf dem Torbogen. Nicht, dass die was da verstecken oder sowas. Man kann ja so schön. Man kann ja überall hochklettern, deswegen gucke ich auch immer irgendwie, ob da vielleicht irgendwas liegt, vielleicht ein Schlüssel oder irgendeine Sphäre oder. Aber das mit den Sphären, das ist manchmal richtig böse. Also die Grünen sind jetzt nicht so schlimm. Die sind jetzt auch nicht viel besser als alles andere. Ups, ging's Mikrofon grauen. Sorry, Leute. Aui. Ja, hier ist faulenzt. Aha. So. Cooles Vieh. Na, was wohl jetzt für ein Boss sein wird. Ich hab keine Ahnung. Das schönste Tier war es, das in diesem Spiel existiert. Dieser hässliche Vogel, bitte. Müssen wir mal gucken wegen Fang bei dem Boss, ne, dass wir unsere Viecher dann einsammeln. Dass wir wieder alles töten. Wer hat's eben den hier gefangen? Das war Dodo, glaube ich, ne? Hatte ich. Wen? Ah, du. Oh, verklickt. Aber wenn die sich respawnen, die Bosse, könnten man, wenn es wieder. Ich weiß ich nicht. Wenn es wieder so ein Fiddler ist, die vielleicht resetten. Jetzt habe ich außerdem eine Katze gefangen. Außerdem eine Katze. Ja, beim letzten Mal, ja, da waren Dex da drin und dann sind wir weggegangen. Dann wieder zurückgegangen und dann. Das ist, Ja, yeah, das ist. Viecher, die Pflanzenfuchsviecher. Okay. Ah, cool! Ja, aber darf ich den haben oder möchte den jemand? Jetzt ist die Frage: Ist das denn so gut? Was brauchen wir das? Weiß ja. Ich nicht. Also, so ein Riesenvieh mit einer Gatling auf dem Kopf? Ich weiß ja nicht, ob das nicht ja, geil ist. Ich will das. Raus, ey. Weltgrößter Hasenfuß! Excel, ja? Du kannst auch Basen bauen. Dann fange ich mir so einen kleinen. Könnt ihr mal aufhören abzuhauen? Oh, jetzt ja schon. Ja, gucken. Hör auf anzugreifen. Beim Boss. Ja, danke. Ich habe meinen gefangen, meinen kleinen. Jawohl. Sehr schön. Dankeschön. Sehr gerne. Am nächsten dürft ihr dann wieder entscheiden, was damit gemacht wird. Ich will meine tote Ente. Ich möchte jetzt eine Kiste. Ja. Oh. Schatten guckt. Waren das hier eben zwei Kisten? Ja. Ja, ja eine habe ich gerade. Oh. Ich habe ein Defensiv-Amulett und einen Rubin gekriegt. Ich hatte in dem rechten auch ein Defensiv-Amulett. Vielleicht kriegt man das immer daraus. Hm. Aber was? Schattenfrucht-Albtraumball, was ist das? Bringe einem Ball damit Albtraumball bei. Das ist sowas wie ein Spukball. Ah, okay. Ach, diesen Schleim habe ich noch gar nicht gefangen. Tanzt uns auf dem Dach rum, Pau. Wer war die Frage? Frage. Exit hier. Das sind die Basen, die wir bis jetzt gebaut haben. Also jetzt noch nichts Großartiges. Was spannender ist, was das sind die Pals, also Pokémon Pals,
die arbeiten für uns. Das ist das Interessante hier. Ich bin versklavt. Wo konnte man nochmal sehen, wann der nächste Schritt für die Base kommt? Au. An dem Paul-PC. Ja, da bin ich gerade. Ach ja, V. Ach, das ist hier mehrere Möglichkeiten hier. Oh. Bauer Paul Sphärenwerkbank. Okay, das hört sich schick an. Mal gucken. Mit ein Level noch, dann kann ich das bauen. Kann ich das lernen. Voll am Durchrushen hier. Oh, ich habe eine Armbrust. Schick. Stimmt, ich habe diesen Armbrustbauplan immer noch. Ich mach das mal. Mal gucken, ob ich das schon machen kann. Das muss man an bestimmten Werkbänken machen, ne? Hier, glaube ich, kann ich das nicht an der stinknormalen. Ja, hochwertige Werkbank war das, glaube ich. Okay. Metallbarren fehlen. Wieso kann ich... Ist das nicht eine hochwertige? Was, hier kann ich nichts Besonderes machen. Habe ich aber gerade erlernt. Du redest gerade das über was? Oh Gott. Über die Armbrust, oder? Ja. Guck mal, Leute. Worum habe ich... Ach, da ist die... Teilbaren, ja. Luna, was machst du denn hier? Runter. Was denn, Pau? Ich hab da was im Gesicht. Was? Hallo, Dex. Oh Gott. Warum ist der so groß? Ja, weil es der aus dem Dungeon gerade ist. Ach so. Nenn mich Gunface, bitte. Oh, ich brauch 3 Metallbarren noch. Ich hatte haufenweise Erz gesammelt gehabt. Ist das alles schon wieder weg? Ja. Das ist ein Ei. Oh, es ist. Ich könnte jetzt ein bisschen mich umgucken. Gucken ist schon mal gut. Ja, ich glaube, ich schließe mich dem an. Ich werde noch mal kurz zu dem Chillet da oben gehen. Ich leg mal kurz das Ei zum Suchen. Ich bin wieder da. Wir können mal links dieses King Cup da, Lama mal fangen gehen, wenn ihr wollt. Level 23. Ja. Ja, warte, lass mich jetzt mal ganz kurz meine Hilfe? Sachen craften hier. Oh mein Gott, hier sind diese Tukan-Viecher. Oben, wo wir den allerersten Dungeon gemacht haben, da ist der Dungeon auch wieder da. Ah. Wollen wir da auch reingehen? Ja, oder? Aber also nicht. Weiß nicht. Oder das Lama töten. Ich gehe rein, also. Okay. Dann gehe ich das um den Lama. Will noch wer mitkommen mit mir? Was machst du? Ich geh nochmal in den Dungeon. Dem anderen. Wo ja, wir als allererstes drin waren. Okay, ja, ich wollte, wie gesagt, noch mal craften. Aber wie gesagt, ich muss die Materialien wieder sammeln. Ich guck mal, wie viel braucht man, wie viel Erz braucht man denn für einen Barren? 2, immer 2. Ja, dann wird das schon gehen. Warte, dann habe ich jetzt gerade 2-mal gecraftet. Ach, guck mal, ich hab's abgefarmt. Ja? Bin gleich da. Das ist Power. Nur kleines wieselartiges, großes wieselartiges Tierchen. Das ist Pau. Oh. Oh Mann. Die Ziege hier, sondern die brauche ich auch mal irgendwann. Eine Buschziege. Oh. Dodo. Ja, ich muss. Ich geh rein. Komm hinterher. Also gehst du rein, ja? Okay. Ich dachte, du wolltest jetzt mit Pau mitgehen, deswegen. Mit Pau wohin? Pau will den Packerboss machen. Nee, ich wollte was bauen, wie ich gesagt habe. Ich farm gerade noch schnell was zusammen. Oh, da liegt ein Ei, das will ich haben. Da, wiegen die Eier viel? Ich würde es nicht hoffen. Das ist wieder so ein Dunkelei oder sowas. Das gefällt mir mit diesem Aufsammeln von. Na, nein, absteigen, komm. Oh,
das bin ich richtig zu schwer. Von solchen Sachen wie hier so Eiern oder sowas, das gibt so ein bisschen den Sammlerwut nochmal dazu. Nicht nur diesen Sammeln von Pearls, sondern auch Eiern. Aber die Eier, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier einen Wolf finde in der Prärie und einen Wolf finde im Ei, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es noch nicht gesehen, aber wenn ich ein Pokémon fange bei Pokémon Go, dann gucke ich mir das an, was das für Werte hat und dann kommt das in die Mülltonne. Und das möchte ich gerne hier sehen irgendwie, dass ich, ob das mehr Sinn macht, ein Ei-Pokémon oder Paul zu behalten oder eben eins in der Wildnis, weil in der Wildnis habe ich das dann schon Level 10, 15 oder weiß ich nicht. Siehst du denn halt, wenn es ausgebrütet ist? Du siehst es ja halt an den Fähigkeiten, ob sie ungewöhnlich sind oder nicht. Stimmt, ich müsste mir die Fähigkeiten angucken. Aber die haben sonst keine anderen Werte oder sowas, ne? Das weiß ich nicht. So, irgendwie sind die Dungeons immer gleich aufgebaut, ne? Mhm. Sogar die Truhen sind immer gleich. Aber vielleicht ist das das Level. Ja, gut, ja, stimmt. Das war jetzt immer 13 gewesen. Was nimmst du eigentlich für einen Stein? Ach, sowas. Wegen Bezahlung macht der alles. Aha. Arzttante. So, was ist das denn? Ein düsteres Jumbo-Ei ist das gewesen übrigens. Ach, dann ist das wahrscheinlich vielleicht auch dieses Vieh da, was Paul und ich haben. Das ist cool. So. Hallo Voltan, ich biete dir Whisky Schokobohnen an, bitteschön. Ach ne, hier, warte, das waren die habe ich ja schon weggegessen. Hier bitte. Ja. Hallo Monstrich. Du schleppst so viele Gegenstände mit dir rum. Was? Was fällt dem ein, sowas zu sagen? Sakrebleu. Ja. Du craftest das mal so schön, ja? Ich mach mal hier unten das weiter. Okay. Langsam, Dodo. Nein. Mist. Mach das den einen, komm. Mach den einen fertig. Bitte, schnell, schnell. Ich kann es nicht warten. So, ich hab's. Geil. Oh, es dauert noch länger. Hilfe, wo ist der Hoodie? Hoodie-Dragon. Da kommt er. Der Hoodie-Dragon. Hoodie-Dragon ist der Beste hier. Der hat auch die Hand so auf die einem aus dem Auge so, Anton, Kopfschmerzen, ich muss so viel arbeiten. Also, dieses Vieh ist ja schon geil, ne? Aber ist ganz schön groß. Bist du allein im Dungeon? Nee, Dodo ist mitgekommen. Mir. Wofür gehst du nochmal rein? Einfach nochmal so zum Farmen? Ja, mal gucken, was jetzt für ein Boss hier drin ist. Ist ja jetzt der andere, wo wir zuallererst drin waren, wo die Kalamare und so drin waren. Tabaluga-Hoodie. Jetzt wird's wild. Yes, Baby. Nein, dich will ich nicht. Weg hier. Mann, nein, ich will's doch aufheben. Nein, Paul, verschwinde doch mal aus dem Weg hier. Ah, ich werd verrückt, ey. Ich kann nicht auf diese Ich werfe dich auf Feuer hier. Die Fiddler greife ich jetzt nicht an. Endlich. Lieber für den Boss aufheben, den Rest. Schön arbeiten. Nee, ich weggehen. So viele Pfeile habe ich nicht mehr. 15 noch. 29. Da ist er. So, wie geht das jetzt? Hui. Wie rüste ich denn?
Wie rüste ich denn Sachen meinem Pauls aus? Oder hat er mir jetzt automatisch? Das heißt, wenn ich jetzt auswähle und den auswerfe, dann geht der zwar der andere weg. Und nun, wie macht ihr das jetzt? Du musst das wie bei dem Fuchs auf dich ziehen, so mit, mit F wieder? Also so bist du zumindest bei dem katzengrünartigen Ding. Wo ist denn das Vieh jetzt hier? Na, Luna, runter. Aber ich denke, Luna. Okay, dann nicht. Jetzt habe ich 5 Pfeile. Wieso macht ihr das nicht? Der geht nicht auf meinen Kopf. Ich kann dir ein paar Pfeile abgeben, wenn du willst. Wenn ich 10 oder so hab. Pau, wie geht das Vieh auf den Kopf? F gedrückt halten. Macht das? Es lädt aber gerade wieder, Dex. Das lädt sich gerade. Oh, danke. Deine Fähigkeit lädt sich da unten gerade erst wieder auf. Okay. Aber der war doch nicht mal auf der Schulter drauf. Oder auf dem Kopf. Oder. Vielleicht oder ist das aber auch so ein Vieh, was du gar nicht auf dem Kopf kriegst, sondern was einfach nur so rumballert. Ach so. Das kann sein, ja. Auf dem Kopf, also auf dem Bild. So. Auf dem Bild war das so und auf dem, in der Erklärung hieß das doch, glaube ich, so. Ach, die Viecher da. Weiß ich nicht, ich will sie nicht haben. Nee, ich auch nicht. Oh, ach nein. Diesen Katzenviech, diesen pinken. Diese nee. Kativa. Hä? Geht doch raus, geht mal raus aus dem Gebrauch. Ja, lass mal rausgehen. Wie geht das nochmal? Da oben Technologie. Ach Luna, geh mir jetzt hier nicht auf den Sack, das geht gerade nicht. Ich bin tot. Ich mach dem zu wenig Damage, diesem Lama. Nein, sollst du nicht killen, Mann! Ich wollte es doch haben, du Scheiß wie. Ein blöder Affe, ey. Psycho-Affe. Muss immer direkt alles töten hier. Meinst du, das reicht bis hier? Geh mal gucken. Okay, guck mal. Also dieses Gift ist sehr stark gegen das Lama. Stimmt, ein Pflanzenvieh, oder? Nee, ich will dich doch gar nicht haben. Oha, Dodo. Ja, okay. Das willst du haben. Will ich haben. Das willst du haben. Was ist das? Wirst du ja sehen. Oh ja, das will ich haben. Sag ich doch. Oh Gott. Wie also, wenn ihr noch helfen würdet, würden wir den schaffen. Ja, wir sind gleich aus dem Dungeon raus, dann kommen wir. Also, ich komme. So, jetzt aber. Bist du alleine am Kämpfen oder was? Ja. Ich bin unterwegs. Ja. Soll ich's kriegen, kriegst du's dein. Ja. Oh, Scheiße, ich bin gleich tot. Jetzt musst du mir nur mal erklären, wo du bist, Pau. Und auf der Karte. Oh, da auf der ganz anderen Seite. Wie bist du da hingekommen? Komm schon. Ja, ja, komm. Komm. Hebt mich bitte auf. Jawohl. Oh Gott. Hat sich mein Tod doch gelohnt. Pfeile wollen wir aufheben. Danke. Okay. Also 5, aber Pfeile, eben Pfeile. Nimm die linke Kiste. Okay. Boah. Oh,
bin unterwegs, brauche ich, weiß noch nicht, wie ich am schnellsten Weg zu dir komme, aber irgendwie werde ich das schon finden. Wieder ein Defensivamulett. Kommt man zu dir hinspawnen? Nee, glaube nicht, weiß ich nicht. Jetzt, diesmal. Oh, was denn hier? Oh, ich bin gleich tot. Warte. Ich bin mit dem Schwein unterwegs, ich habe leider keine guten Reittiere. Keine Pfeile mehr. Dann hau. Ich bin tot. Nein. Hälfte ist leider tot. Ich komme ja nicht, ich bin zu langsam mit dem ganzen Vieh hier. Bist du rein? Bin ich richtig? Ja, ich bin kurz vor dir. Dass ich jetzt heilt. Ich bin kurz unter, ich bin kurz vor dir. Ist das ein Huhn oder so? Na, ein Alpaka. Ja, ich sehe es. Wow, ist rot und knall und schön und überhaupt. Kannst du mich raufheben? Ey? Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Hier krabbel ich. Ah ja, okay. Komme. Sieht lustig aus, voll knallrot. Sieht aus wie so ein Kleid. Das sieht aus wie Fortnite. Ne, ich geh. Okay. Ich mach's von hinten, okay? Ja. Ja, von hinten ist auch manchmal ganz nett. Was hast denn du da, den Lendenschurz sieht so komisch aus. Der steht steif. Ja. Pass auf, was hole ich denn da für ein Pal raus? Am besten ist Gift gegen den. Wow, also, was ist das denn? Wie kann ich dem jetzt sagen, er soll angreifen mit meiner Superattacke? Ah, jetzt komm. Baller, mein kleines Äffchen, Baller! Nehmen wir an, dass wir gefangen werden dann? Ja. Denke ich mal schon. Das hat so eine Krone wie der Pinguin von Pokémon. Oh, wo ist er hin? Oh Gott. Wo ist er hin? Ups, da ist ein Vogel gerade. Ja, meiner. Ja, meine Viecher sind alle schon tot. Meine Rüstung ist auch kaputt. Komm, Wolf, du kannst mal was tun. Woran sieht man, was das für ein Pal ist? Aber eben also, stand dran, als ich mit Gift angegriffen habe, stand da dran, ist der Attacke ist sehr effektiv. Wo steht das dann? Das ist normal. Links steht das. Links stand das. Düster müsste gut sein. Oh, auch schon tot. Au! Oh. Ja! Attacke! Oh, oder Nightwing. Ich liebe so welche Bossfights, erst recht, wenn die auf der Karte sind. Vor allem, wenn man den Angriffen ausweichen kann und so. Aber den schaffen wir. Oh! Nee. Von 12% ist schon gut. Aber wollt ihr nicht warten, bis ein bisschen weiter runter geht? Ja, ja, ich wollte nur schon mal probieren. Ich hab nur 18 Pfeile. Ich mach nur 1, 2, 4 Schaden. Ja, ich auch. Wo rennt der denn hin? Ich muss nochmal auf Toilette. Ich hab noch meine Sau, aber das brauche ich zum Reiten. Aber ist nicht weit weg. Egal, komm. Sau, komm raus. Sau, mach das jetzt. Nein, ich wollte. Ist ja viel einfacher mit Profilen. Jetzt willst du jetzt mal versuchen? Der flieht ja voll. 66 Leben hat er noch. Ich würde nicht mehr. Ich pack jetzt mal ein Schwein ein. Nicht, dass ihr den noch killt. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja. Packt eure Tiere ein. Leben. Willst du jetzt mal ziehen? Runterballern. Oh Gott. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte drücken. Ich wollte gerade sagen, ist drin.
aber wird doch gut dann. Wäre ein normaler Ball gewesen, das wäre traurig. Noch mal ein bisschen. 20 Leben. 15, komm. 14. Weiter, weiter, weiter. Nichts, ich kick den. Einfach, du brauchst doch gar nicht schlagen. Du brauchst einfach weiterwerfen, dann geht das immer höher. Du brauchst nur viele Bälle. Irgendwann kriegst du ihn rein. Ja, du brauchst nur viele, viele, viele Bälle. Ja! 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 Ja. Und drin! Ja! Yeah! Nice! Sehr gut. Danke fürs Helfen, komm! So gerne! Aber ich glaube, der ist schlecht, weil der ist selbstzerstörerisch. Das ist doch nicht schlimm. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss auch Mehlpackers für den fangen. Naja. Ruhig auf einmal. Machen wir mal Folgendes. Ja. Ich würde gerne einmal ganz kurz zur Base. Wir machen einfach mal so ein Rundum Ausstattung und dann machen wir einfach mal eine Tour. Und laufen einfach in eine Richtung, so wie das gerade eben Dodo und Pau gemacht haben, wo sie mir entwicht sind mit den Fliegern, Flügeln. Und dann gehen wir einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann gucken wir eben, bis es nicht mehr geht. Also, aber dann empfehle ich nicht in die Richtung, wo Dodo und ich gelaufen sind, ja, weil da waren die Viecher Level 20. Ich würde eher Richtung rechts gehen vielleicht. Rechts meinst rum. Da oben rechts rum? Ja. Ja, mhm. Da, seht ihr das da, wo man mit dem Boss, also ja, wo wir diesen Wieselboss bekämpft haben und da dran vorbei. Genau. Voll Psychos, ey. Vor allem, wie wenig wir noch aufgedeckt haben da. Ja, aber irgendwie geil. Nein! Ja, mega geil. Was, sag mal? Das war ein Tokotoko, das habe ich doch rausgehört gerade. Pombat überfrisst sich? Der gehört doch Dodo, oder? Nein. Ist deiner, oder nicht? Nee, meinen habe ich im Inventar. Dodo! Oh, ja, das ist. Ich bin tot. Oh, da, ach, da hinten. Ja, gut. Vor allem, ich springe hier vom Berg und da höre ich nur dieses Ticken da. Ja, ich kann auch nicht davon. Au. Ob ich hochklettern kann. Ach stimmt, dann kann ich euch ja gleich den das Vieh zeigen, was wir gerade hier denn als Boss da hatten. Guck mal, ja, gerne. Sau den einfach. Ich wollte den fangen und den zweiten hat er auch umgehauen. Das Schwein ist voll zu stark, ey. Haben wir die immer wegkicken, finde ich, diese mit diesem Rammangriff. Ja. Mann, jetzt hab ich schon wieder einen. Hier oben ist wieder ein Wilderer, Cam. Ja, keine Pfeile mehr. Okay. Ich glaube, das spawnt doch immer, kann das sein? Oh Gott, ich hab nur noch 4 Pfeile. Das ist problematisch. Jetzt erstmal mein Loot holen. Komm mal zu mir, Dodo. Ja, ich komme sofort. Ach, schon wieder, ich werf schon wieder irgendwas. Ich muss E und F drücken und. Ist okay, Dex, ist okay. So. Hey, Dex, ich komm zu dir. Ich crafte gerade sehr viele Pfeile, aber die müssen wir nachher abbrechen. Wir machen 600, ja. Ja, das war ein bisschen aber viel. Aber ich brauche auch welche, von daher ist doch gut. Ja, gut. Ja, gut, dann machen wir halt 600 Pfeile. Warte, wir können auch mal eigentlich überlegen, zusammenfarmen für die Armbrust, die Dodo hat. Ja, stimmt, könnten wir auch mal machen. Würde ja auch nur noch das Metall dann erstmal. Metall, wie viel Material war das? 30 pro Armbrust. Okay. Oh, ich liebe meine Zauberkugel. Einfach super. Dann macht der craftet die jetzt erstmal. Ach stimmt, Dex, unsere Eier liegen ja dann noch da rum. Bist du sicher, dass meine Eier da rumliegen? Du hattest dann noch ein Ei, oder nicht? Mhm. Ich hab noch ein Jumbo. Großes Ei hast du noch, ja, okay. Richtig dicke Ei. Viel, viel größer als das andere. Komm, ich baue jetzt das Hack, ich lerne das Hackebeil. Ich hab's getan. Nee. Heiko, die Pfeile reichen nicht bis zum Ende der Staffel. Die reichen vielleicht bis zum Ende des nächsten Dungeons. Ja. Ja.